Hallo ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker, mal wieder live aus Berlin, live für siegessäule.de werde ich wie jedes Jahr den aktuellen kommenden Dschungelcast erklären und bewerten. Ich habe mich extra wieder passend für RTL heute wahnsinnig nuttig angezogen, obwohl ich es mir figurlich gar nicht mehr so leisten kann. Also Markus Majowski. Das ist der hier. Das ist so ein Dicker mit Glatze. Den kenne ich aus dem Fernsehen, ich glaube von Sat.1. Der hat immer gemacht die dreisten drei. Oder Comedy-WG, so ein kleiner Dicker. Der Schauspieler spielt ja unter anderem bei der Sat.1-Comedy die dreisten drei, habe ich doch gesagt. Und dem Kinofilm Sieben Zwerge, Männer allein im Wald. Ich finde ja auch diese Sieben-Zwerge-Sachen da von Otto, finde ich ganz schlimm. Ich fühle mich wie Mariah Carey gerade, die sich irgendwie so in Pose schmeißen muss, damit sie irgendwie noch gut aussieht. Dann haben wir Nicole Meat. Vielleicht heißt sie auch Nicole Meth. Ich habe von dieser Frau noch niemals vorher gehört. Sie ist 26 Jahre alt. Die Schauspielerin wurde mit der Rolle der Kim Wolf in der ARD-Serie Verbotene Liebe bekannt. Also ich habe Verbotene Liebe früher geguckt, da war ich in der 9. Klasse. Zitat: Ich habe schon mal getrocknete Seidenraupen gegessen. Die schmecken tatsächlich so wie Kartoffelchips. Eigentlich sollte ja die wunderbare... wie heißt die denn jetzt? Kinski. Nastassja Kinski sollte ja eigentlich rein. Nastassja Kinski ist die Tochter von Klaus Kinski. Klaus Kinski war damals in den 60er, 70er, 80er Jahren, möchte ich sagen, ein sehr, sehr bekannter deutscher, aber auch international erfolgreicher Schauspieler und wurde dadurch bekannt, dass er halt sehr unangepasst war und auch so ein, naja, ich möchte sagen, war schon auch so ein leichtes Psycho-Opfer. Nastassja Kinski ist seine Tochter und die hat auch so einen kleinen Knacks weg. Die war halt in den 80er Jahren ein Supermodel und total mit der Haute Volée unterwegs. Und dann war die jetzt aber, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war sie Kandidatin bei Let's Dance auf RTL. Also Nastassja Kinski wirkt immer so, als ob sie konstant auf Tranquilizern ist, auf so ruhigstellenden Medikamenten. Die hat immer so einen leichten, Schatten und ich weiß gar nicht, möchte auch gar nicht in der Öffentlichkeit sein. Die lebt ja auch in so einem kleinen Elfenbeinturm irgendwo in den Hollywood Hills und dann hat die irgendwann nach der Zusage zum Dschungelcamp, hat sie dann mal gegoogelt, was das Dschungelcamp eigentlich ist, weil sie kannte das Format gar nicht und hat dann halt gemerkt, dass das irgendwie so eine komische Sendung ist, wo man halt so Sachen essen muss und nackt sein muss und sowas und dann hat die halt dann eine Woche vorher hat sie dann halt gesagt, sie möchte da dann doch nicht mitmachen. Und dann kam, als Ersatz kommt jetzt die Kader Loth ins Camp. Die war nämlich schon wochenlang als Ersatzkandidatin geplant von RTL. Und ich liebe Kader Loth. RTL. Kader Loth wurde damals bekannt durch Big Brother. Das war irgendwann auch Anfang der 2000er. Da war sie halt so die Türkenschlampe, die aber versucht hat, aristokratisch zu wirken. Das ist immer noch der gleiche Fall. Und Kader Loth war dann irgendwie so semi-prominenter Trash-TV-Star und wurde dann eigentlich nur noch weiterhin jetzt bekannt in den letzten Jahren durch ihre stark ausgeprägte Magersucht. Die ist halt auch so eine ganz, ganz schlimme operierte Schlauchbootlippenmuschi. Hier, gucke mal. Ja, so sieht die aus. Die 44-Jährige hat Trash-TV-Erfahrung, unter anderem die Alm, die Burg, prominent im Kettenhemd, Wild Girls und anderes auf ProSieben. Was ihr fehlen wird, Zitat, Hygieneprodukte wie Parfum, Deo oder Mundwasser, vor allem aber eine eigene Toilette. Gut, für die Toilette ist sie ein anderer Kandidat verantwortlich hier im Dschungelcamp. Und zwar ist sein Name Alexander Kehn, 34, der lässt sich gern mal in den Mund scheißen.
Der ehemalige Mr. Hessen dürfte vielen noch von der vergangenen Staffel GNTM im Gedächtnis sein. Als Freund der späteren Siegerin Kim Mitzo sammelte der selbstverliebte Honey allerdings nicht gerade Beliebtheitspunkte bei den Zuschauern. Er will sich auch im Dschungel nicht zurücknehmen. Zitat: Das Flirten liegt mir im Blut. Meine Freunde sagen oft zu mir, du hast gerade total krass mit der geflirtet. Ich selbst nehme das gar nicht so wahr. Ich nehme einfach gerne Augenkontakt zu Frauen auf. Von daher flirten, na klar. Ich glaube ja, der ist eine Schwulette. Ich habe bei euch noch gar nicht meinen Hund heute gezeigt. Guckt mal hier. Hanka Rackwitz ist so eine Langweilige. Das ist diese komische rot-lila gefärbte Maklerin von Mieten kaufen wohnen von Vox. So eine Doku-scripted Ficking Reality Soap, whatever, wo die halt irgendwie so Wohnungen vermakelt als Maklerin. Wahnsinnig langweilig, und die wurde irgendwie auch bekannt dadurch, dass sie irgendwie Depressionen hat oder irgendwie sowas. Interessiert mich auch null. So, dann haben wir Mark Terenzi. Mark Terenzi wurde dadurch bekannt, er war mal auch in irgendeiner Boygroup, glaube ich. Boyband, in der Boyband Natural war er, aber er wurde eigentlich mehr dadurch bekannt, dass er groß und medienwirksam mit der Sängerin Sarah Connor im Fernsehen geheiratet hat. RTL. Und zwar so am Strand mit einem Fernsehteam, und dann ritten sie auf Pferden ein. Die sind aber mittlerweile schon wieder getrennt, und er war dann jetzt auch zwischendurch irgendwie insolvent und arbeitet, war dann irgendwie in irgendeinem Freizeitpark als so Darsteller von, keine Ahnung, Aladdin oder was man da so irgendwie darstellen muss in so Freizeitparks. Oder, und jetzt aber ganz zum Schluss, arbeitete er in einer Manstrip-Gruppe als Stripper. Die Strippergruppe heißt The Six Packs. Six mit 2x und Packs mit 2x. Das ist ein wahnsinnig ausgeflippter Name. Langweilig. So, weiter geht's. Florian Wess. Botox Boys, das sind, ich glaube, es ist ein Mann mit seinem Bruder. Zwei Brüder sind das, ja. Die sind so völlig gebotoxt und so widerliche, ekelhafte, operierte Aliens. Und die wurden als Botox Boys bekannt im Privatfernsehen, und das ist irgendwie der Sohn. Keine Ahnung. Und der wurde dadurch bekannt, dass der irgendwie auch operiert ist oder so. Er könnte Krawallpotenzial ins Dschungelcamp bringen. Zitat: Ich mag naive Menschen nicht. Wenn ich merke, dass die Leute ein Diskussionslevel haben, das nicht zu mir passt, werde ich gelangweilt oder gereizt. Und wenn ich weiß, dass ich recht habe und die anderen sehen das nicht ein, dann gibt's Stress. Wenn der naive Menschen nicht mag, dann verstehe ich nicht, wieso der eigentlich Best Friends mit Gina-Lisa Lohfink ist, weil die sind nämlich so. Und die kommen auch beide zusammen ins Dschungelcamp. Gina-Lisa Lohfink, gerade Siegessäule.de Nutzerinnen und Nutzer kennen sie wahrscheinlich nur von der Nein-heißt-Nein-Debatte letztes Jahr. Ich kannte sie natürlich auch schon vorher, weil die war Germany's Next Topmodel-Kandidatin irgendwann ein paar Jahre her. Und dann war sie halt immer nur so ein Vollopfer, die auf irgendwelchen Partys besoffen rumgelaufen ist und so Prollsachen gemacht hat. Also wirklich eine wahnsinnig prollige, aufgepumpte RTL-Titten-Blondine mit ganz viel Gesicht und Extensions und Nägeln und wirklich. Und laut meiner guten Freundin Michaela Schäfer soll sie auch wahnsinnig unprofessionell sein. Wer hätte das gedacht? Das ist der Putin. Dann geht's weiter. Jetzt kommt wieder so ein langweiliger Sportler. Es werden mich wieder alle Lesben hassen, weil es wieder um Fußball geht und ich dazu nichts sagen kann. Liebe Lesben, tut mir leid, aber ich bin nun mal ein Transvestit. Es geht um Thomas Hessler. Ich kenne ihn noch damals aus meinen Jugendtagen. Da war der in der Nationalmannschaft irgendwann in 19. Und ich glaube, da haben die, glaube ich, auch, haben die da nicht irgendwie auch mal die WM gewonnen oder so? So ein ganz, ganz kleiner Mann. Und ich glaube auch ein starker Raucher und ein Säufer aus. So sieht er jedenfalls aus. Das ist, kennt ihr das, wenn Leute stark rauchen und immer wenn die dann lachen, müssen sie danach husten? So einer ist es. Mit so einem ganz aschfahlen, grauen Gesicht auch. Und von dem werden wir auch faltigen Arsch und faltigen Pimmel sehen. Weil der sich nämlich gerne auch beim Kacken aussieht und dann zugekackt aus dem Klo kommt. 1990 holte er bei der Fußball-WM in Italien den Titel. Da sag ich doch. Oh Gott, ich
bin echt so gut. Herzlichen Glückwunsch. Bla bla bla, langweiliges Fußballgescheiße. Ich bin ein harmoniebedürftiger Typ. Wenn es im Camp Streitigkeiten geben sollte, werde ich versuchen, diese schnell beizulegen und zu lösen. Dann Jens Büchner. Vorher noch nie gehört. Das ist irgendwie so ein Typ von Goodbye Deutschland. Interessiert mich überhaupt nicht weiter. Dann Sarah Joelle Janelle. Chanel, Janelle, keine Ahnung. Die war, letztes Jahr war die bei dieser komischen nackten Inselsendung auf RTL. Das ist so eine Sendung, da sind Prominente, Semiprominente und unprominente Menschen, also alles dasselbe, sind alle nackt auf so einer einsamen Insel. Das hat, glaube ich, Adam und sucht Eva und dann sollen die da daten und irgendwie die ihren Traumpartner finden. Ob die Zuschauer auch im Dschungelcamp viel Haut von ihr zu sehen bekommen? Ich bin ja bei sowas ein Überraschungsei, sagt sie, und weiß manchmal selbst nicht, wie weit ich gehe. Aber als geprobte Dreilochstute geht sie eigentlich immer gerne weit. Deep Throat oder Tittenfick geht immer. Ich könnte drauf verzichten. Fräulein Menke, das ist so eine neue deutsche Welle-Tussi. Ich glaube, ich kenne irgendwie auch Songs von der, aber das ist, glaube ich, das ist auch so eine gescheiterte Existenz. Sie versucht jetzt, bevor sie stirbt, nochmal ein bisschen Geld zu machen, damit sie ihre Beerdigung zahlen kann. Das ist so eine verlotterte Alte, so wie Helena Fürst letztes Jahr. Ja, so eine wird es sein. Ich glaube, die wird ganz, ganz schnell wird die einen Rappel bekommen, weil sie nicht genug Zigaretten hat. Dann wird ihr natürlich nach einem Tag der Schnaps fehlen und am zweiten Tag das Crystal Meth. Mein Hund ist nämlich auch bei der Dschungelprüfung mit dabei, als Dschungelprüfung, ja. Ich habe den angemeldet. Wenn Gina Lisa oder dieser Botox, dieses Botox-Opfer in die Dschungelprüfung kommen, dann wird mein Hund die Dschungelprüfung sein. Dann werden die beiden vor das Poloch meines Hundes geschnallt und dann puppt mein Hund den beiden in den Mund. Wer das mal live sehen möchte, wie ich das Dschungelcamp kommentiere und moderiere, kommt einfach ab dem 13.01. ins Rauschgold. Jeden Abend werde ich dort nonstop extrem Travestie machen. Und bis bald, ihr süßen Mäuse. Ich sage bye und bleibt nuttig. Sharing is caring. Ha ha ha.